I feel some strange energy. Hey, Sonic! Whoa, I wasn't sure if I could pull that one off. Somehow I managed to use the Chaos Control. Chaos Control? Are you okay? I'm worried about Tails and Amy. I hate to ask, but could you help them? This is our last chance. I got it. Before the cannon fires, I'll slam dunk it in there! Final Rush. Beeil dich und finde die Kanone und damit auch willkommen zum sehr wahrscheinlich letzten Part von Sonic Adventure 2 in der Hero Story. Und wie ihr seht, geht es ja eigentlich nur noch ums Grinden. Ich habe ja im letzten Part erwähnt, je weiter man in der Story vorangeht, desto mehr grindet man in den Stages. Und diese Stage hat es wirklich in sich mit dem Grinden. Aber man kann ja ab und zu ein paar kleine Abkürzungen machen. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Also zum Beispiel jetzt diese Abkürzung hier. Normalerweise würde man hier jetzt alles durchgrinden, aber man kann sich auch hier einfach fallen lassen. Ganz chillig-dillig. Und hier aber runterfallen. Bam. Und nun sind wir hier angelangt. Ah, scheiße. Ich muss hier die Schienen wechseln. Und das ging weniger gut. Na gut, dann fange ich schon hier an und ich habe noch 3 Leben vom letzten Mal. Ah, es ist nicht so praktisch. Und ja, ihr lasst mich jetzt fallen. Und diesmal nicht vergessen, auf die richtige Schiene landen. Auf die richtige Bahn. Die Kamera hat sich geändert. Okay. Hab's doch geschafft. Jetzt können wir ganz geil grinden. Oh ja, yeah, jetzt sind wir super schnell. Super Speedbomben und alle tot. Hier gibt es noch irgendwo ein Upgrade zu holen, der nicht so relevant ist für uns. Eher, wenn man dann die ganzen Embleme farmt oder sonstiges, dass ich überall Rang A holen möchte. Also wer das Spiel wirklich zu 100% durchspielen möchte, sollte alle Upgrades holen. Deswegen werde ich sie euch auch zeigen, wo man sie finden kann. Aber dann, ja, wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, nicht noch alle Upgrades von Sonic. Mir fehlen da noch ein paar. Ich werde dann im nächsten Part dann alle Upgrades der Hero Story holen. Und danach auch, wenn ich die Dark Story durch habe, alle Upgrades der Dark Story. Damit man das dann so sieht. Also, natürlich die restlichen, die ich schon habe, werde ich natürlich nicht mehr zeigen. Denn die kann ich ja nicht mehr zeigen, ich habe die ja schon. So. Also, was Upgrades sind, sollte ja auch mittlerweile klar sein, sind ja diese, halt Erweiterungen, weitere Fähigkeiten, wie zum Beispiel hier den Light Dash, also dass überall Ringe sind und dann mache ich psch. Okay, das, na gut, das war's nicht. Aber dass ich so durch die Ringe fliege oder keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Oder auch, dass ich hier so bouncen kann, den hier, dann bin ich weiter oben. Solche Sachen halt. Fuck. Nein! Und dann gibt es noch andere Upgrades, die bestimmte feurige Upgrades verbessern. Ah, fuck. Jeder Charakter hat ja Upgrades. Also wenn ich das alles in einem Part packen würde, also jede Upgrades von allen, das würde halt nicht gehen. Da muss ich halt so letzte 2 Parts machen. Oder wobei, ich könnte es auch so machen, dass die letzten 2 Parts vor der Last Story halt die Parts sind, wo ich mir alle Upgrades hole. Also halt dann in einem Part halt nur Hero Story. Und im anderen dann halt nur Dark Story. Das wäre dann besser. Dann habt ihr halt so beide Parts nebeneinander und nicht so teils aufgesplittet. Nee, okay, besser. Ich mach's so sogar. Ja, ich mach's so. Ich werde einfach danach, nach der Hero Story, direkt mit der Dark Story loslegen. Und danach, wenn die Dark Story durch ist, alle Upgrades der Hero Story und alle Upgrades der Dark Story. Dann haben wir im Finale alle Upgrades somit. Das ist besser so. Dann mache ich das. Ah, fuck. Ihr müsst euch nicht merken, euch ein paar die restlichen Upgrades sind. Weil die ich hier, euch hier gezeigt habe, die sind ja obligatorisch. Außer bei Knuckles jetzt gab es jetzt eine, die ist nicht so dringend notwendig. Also, diese bei der Aquatic Mine, dass man jetzt hier unendlich lang unter Wasser atmet.
Aber für mich ist es halt wie obligatorisch, weil halt das im Finale sehr gebraucht wird mit Knuckles. Also vor allem später ist es ja auch nützlich, wenn man dann unter Wasser halt unendlich lang atmen kann. Ist auch nicht schwierig zu holen, dieses Upgrade. Also wenn ihr Sonic Adventure 2 spielt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, dieses Upgrade zu holen. Weil ich es ja... Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ich als Erfahrener einer Sonic-Spiele, aber... Für die Male, wo ich halt Sonic Adventure 2 durchgespielt habe, habe ich das jetzt immer geholt und es hat mir auch immer was gebracht. Ah, fucking Scheiße. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hänge jetzt fest, oder? Ja. Oh Gott, ist es knapp. Ah! Hilfe. Alter, hatte ich gerade Angst. Das Schlimme ist auch hier bei Sonic Adventure, wie sieht her, der beim Homing Attack noch keine Grind-Stufen an. Erst bei den späteren Sonic-Teilen, wie glaube ich, Sonic Unleashed. Da benutze ich auch die Hedgehog Engine. Sonic 06 ist ja, was Grind angeht, noch so. Noch ziemlich weit hinten, so. Sogar noch schlechter als Sonic Adventure 2 dran, obwohl Sonic Adventure 2, das zum ersten Mal einführt. What the fuck? Warum hat er nicht den Gegner angegriffen? Homing Attack, funktionierst du mal? Hallo? Danke? Yes! Hey, warum hat er yes gesagt, okay? Das ist so cool, weil das zu cool ist, Sonic, ey. Weil die anderen Male, wo du grindest, nicht? Oder was? Yes! Bam. Julian Bam. Und. Gott, ich hatte gerade Angst, dass die Grindstufe irgendwo in einen falschen Ort führt oder so. Ja gut, ich glaube, das Upgrade haben wir jetzt verpasst. Oder? Ich glaube, das war es dort gerade. Bin mir nicht sicher. Oder ist es hier? Ich spring hier mal ab. Nein! Ah, du Scheiße! Bin ich scheiße. So. Lass mich hier rüberfliegen. Ja, da ist es! Oder? Führt es mich zum Upgrade? Hoffentlich. Ich glaube eher nicht. Ich kann mich nicht so ganz genau erinnern. Ah, doch, da ist es! Mystic Melody. Wechselt zur Mystic Melody im Action-Fenster. Drückt die B-Taste, um mystische Melodien abzuspielen. Da haben wir es. Und was können wir damit machen? Ja, also wer sich mein Sonic Adventure 1 Display angeguckt hat, der wird das hier schon denken so, das kommt mir bekannt vor. Ja, da stehen wir uns so hoch. Und dann spielt er irgend so ein Lied ab. Und dann kommen hier diese Ringe. Es kommt halt entweder auch Plattformen, ist immer verschieden. Und diesmal war es hier in der Ringe. Light Dash einsetzen und bam. Da haben wir es. Das macht es halt. Und ja, das ist halt in der letzten Stage. Ist ja ein bisschen, naja. Aber wenn man halt die, eben wie gesagt, die 100% spielt und alle A-Ränge holt. Was ich übrigens mache, denn da kommt ein Secret. Ich weiß nicht, ob ich das auch noch im Let's Play zeigen kann rechtzeitig, wenn das Display, bevor das Display da zu Ende geht. Sonst werde ich halt noch einen Bonus-Part hinten dran klatschen irgendwann. Ich weiß nicht auch, wann das rauskommt. Aber ich versuche halt, überall A-Rang zu kriegen, damit ich euch hier das Secret zeigen kann. Das sieht auch übrigens voll witzig aus, wenn ich hier die ganze Zeit B spamme, währenddessen ich hier grinde. Aber ja, denn dann kommt was ziemlich Geiles. Ich werde noch nicht verraten, was sehr gut. Wenn man es googelt, findet man ja eh, aber wer sich nicht spoilern lassen möchte, der lässt sich auch nicht spoilern. Also, ich sag nichts, ne? So, die Stage geht ja auch ziemlich lange. Aber ist auch meiner Meinung nach eines der besten Sonic Adventure 2 Stages, denn hier ist alles vorhanden, wie auch diese geile Verfolgungsjagd oder... Na, Verfolgungsjagd kann man das eher weniger sagen. Denn diesmal ist es kein Lastwagen, der uns versucht hier zu umzubringen, sondern irgendwelche Teile der Station. Und jetzt ist sie auch fertig. Yes! Yes! Habe ich toll gemacht. You never cease to surprise me, Blue Hedgehog.
I thought that capsule you were in exploded in space. You know, what can I say? I die hard. You actually saved me, you know. It was a Chaos Emerald, wasn't it? But there's no way you could have activated the Chaos Control using an emerald that's fake. So, there's more to you than just looking like me. What are you, anyway? What you see is what you get. Just a guy that loves adventure. I'm Sonic the Hedgehog! I see. But you know, I can't let you live. Your adventuring days are coming to an end. Shadow! Nun haben wir zum großen Finale von Sonic Adventure 2 einen Bosskampf gegen Shadow oder Wettrennen. Das ist eigentlich eher beides. Und wer Sonic Generations gespielt hat, wird sich auch vielleicht an diesen Ort hier erinnern. Das ist genau das. Aber Sonic Generations werde ich natürlich auch let's playen. Keine Panik, wird alles mit der Zeit kommen. Badadada. Aber es ist ja manchmal schwierig, hier Shadow zu treffen. Denn eben, wie gesagt, hier jetzt gerade, hatte ich gerade das Ganze umgedreht. Wir müssten Shadow auch von hinten treffen und er darf uns auch natürlich nicht umbringen. Und die Plattformen gehen natürlich auch unter. Also müssen wir schnell sein, ihm umbringen, versuchen zu treffen. Aber er lässt sich nicht so leicht treffen. Okay, jetzt gerade. Ich glaube, wir können ihn durch Homing Attack nicht umbringen. Aber so, das war jetzt... LOL, okay. Haben wir es doch durch Homing Attack geschafft. Hat er mich gerade gehabt. Oh, shit. Da ging die Plattform gerade unter. Und jetzt wird er sich mit Chaos Control wieder vor uns teleportieren. Genau. Okay, jetzt kommt er wieder nach vorne, weil wir zu schnell waren für ihn. Also nicht so groß spektakulärer Bosskampf, aber allein die Tatsache, dass wir gegen Knuckles kämpfen, ist halt schon geil. Also, ja, ist schon nice, müsst ihr zugeben. Sonic gegen Shadow. Los geht's, Let's go. Okay. Alter, jetzt hat er mich gerade dran gekriegt. Hilfe! Okay, einmal kann er auch so richtig ausrasten und nur Homing Attack auf einen machen. Dann stürzt man nicht nur mit der Plattform ab, sondern er bringt einen trotzdem um. Aber er geht auch selber drauf. Also dieser Bosskampf ist nicht so leicht, wie es scheint. Scheint langweiliger als sonst, aber schon harter Brocken. Denn man muss schon schauen, wo man bleibt. Und eben die Kamera tut sich auch manchmal schwer. Kann man sich leicht verwirren. Aber zum Glück sind hier überall Pfeile am Boden. Ich treffe ihn gerade fast nie. Ist gerade ein bisschen nervig. Man muss nur wissen, wie sein Rhythmus ist. Aber der ist so scheiße unregelmäßig. Komm schon. Komm schon. Shadow! Man kann auch hier ziemlich leicht rausfallen. Wenn man den Homing Attack macht und Shadow angreift. Alter, meine Fresse. Was hier? Nee. Shadow, komm schon! Oh mein Gott, ey! Dieses Chaos 4, was er gerade eingesetzt hat, das verfolgt einen einfach. Und dann ist man Hardcore-Marsch. LOL! Ich habe gerade Lightdash gemacht und ihn gleichzeitig angegriffen. Geil, das wollte ich auch machen. Das hab ich gerade geschafft! Nein, da hat er mich gerade. Gott, war das knapp. Light Dash. Zum Glück sind die überall Ringe. Da kann ich mich doch durch Light Dash hier ganz schnell nach vorne bewegen. Gott. Bam. Komm schon. Hallo. Mann. Nein! Oh mein Gott, war das knapp! Genau so meine ich, kann man leicht rausfallen. Alter. Da müssen wir die ganze Scheiße von vorne machen. Ihr wisst jetzt, wie lange das eigentlich brauchen kann, bis man Shadow endlich getroffen hat. Boah, und das ist jetzt auch nur ein Schlag.
So, ich würde da übelst ausrasten jetzt. Oh, komm schon. Fuck, jetzt hat sich die Kamera gedreht. Wir fallen, wir fallen, wir fallen. Oh mein Gott. Mann, Shadow lässt sich... Lass dich einfach nochmal umbringen. Okay, ich mach mal ein bisschen Light-Dash nach vorne. Ich hab Schiss, dass ich hier noch sterbe, weil ich hier runterfalle oder so. Mit der Plattform zusammen. Nein! Nein! Warum muss er das direkt einsetzen, wenn ich Bindash mache? Ah, meine Fresse, Mann! Scheiß Computer! Warum können die alles predikten? Jetzt hat er mich getroffen. Fuck, ich dachte schon... Ah! Nein, 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 nein! Da ist er, da ist er! Er war gerade... Nein! Schöne! Können wir auch so umbringen? Ich glaube nicht. Bei Sonic Generations ging das so. Oh Mann, ey. Shadow. Und ich muss einfach wie vorhin einfach. Ja, 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 ja. Nein! Scheiße, Mann. Ja, Mann, ja! Jetzt gehen wir mit ihm unter. Tschüss. Game over, Shadow. Und da liegt er. Endlich. 5 Minuten 33, Mann. So lange habe ich noch nie gebraucht. Hilfe. Sonic, I did it. Awesome job, Tails. Sonic! Eh? Look outside. Ooh. Und alles endet mit der ersten und ich glaube auch einzigen gerenderten Cutscene. Wobei, nee, war das stimmt auch nicht wieder. Der zweiten gerenderten Cutscene. Wobei, stimmt auch nicht. Der dritten gerenderten Cutscene hier bei Sonic Adventure 2. Das war das Finale der Hero Story. Im nächsten Part geht's dann direkt weiter mit der Dark Story. Also nicht mit den Upgrades von der Hero Story. Das kommt erst nach der Dark Story. Und auch nach den Upgrades der Hero Story geht es dann auch mit den Upgrades der Dark Story. Und dann ist das Ganze auch beendet. Oder? Mir hat die Hero Story sehr gefallen. Man sieht eigentlich auch dann bei der Dark Story, dass sie sich ein bisschen verbessert haben. Und das finde ich auch schön irgendwie bei solchen Videospielen. Dass man halt so, je weiter man voranschreitet, man sieht... Je mehr sich so die Level so verbessert haben und ausgebreitet haben. Das merkt man zum Beispiel bei Mario 64. So im Vergleich ersten Kurs mit dem letzten. Was für ein Unterschied das ist. Wie viel da weniger ist als beim anderen. Schon krass. Das merkt man auch vor allem, glaube ich, bei den Sonic Stages, wenn man dann mit Shadow dann spielt. Denn es ist ja immer noch das gleiche, einfach die anderen Charaktere. Also alles, was Sonic hier gemacht hat in der Hero Story, macht dann auch Knuckles. Einfach mit ein paar anderen Upgrades und Fähigkeiten. Und alles, was dann Tails macht, macht Eggman. Und alles, was Knuckles macht, macht dann auch Rouge. Und Rouge ist ja auch in diesem Spiel jetzt neuer Charakter. Und die haben auch so ein bisschen kleine Romanze gehabt hier, Shadow. Was habe ich da, Shadow? Der macht sich später näher ran. Oh, sorry. Knuckles und Rouge. Ja, was sich da entwickelt, das werden wir dann auch noch sehen. Das sieht, gerade wo wir davon sprechen, da sehen wir es auch, sie fällt runter. Und dann haben wir ja gesehen, dass Knuckles sie rettet. Und sie ein bisschen geflirtet haben. Und ja, ich würde nochmal sagen, wenn ich dann irgendwann Sonic Adventure 2 nochmal let's playen würde, dann werde ich das dann Sonic Adventure 2 Battle nennen.
So, erstmal merkt man dann den krassen Unterschied, so nicht an das Again dann oder was auch immer, wie ich das dann nennen werde, wenn ich ein Re-Let's Play machen werde, sondern einfach auch eben, dass ich zuerst Sonic Adventure 2 Let's Play habe. Es ist ja quasi immer noch Sonic Adventure 2 Battle, einfach ohne das Menü vom Battle, sondern von der Dreamcast-Version und ohne den Battle-Modus. Sonst ist halt alles gleich, also da wurde alles verbessert, ein paar Cutscenes wurden verändert, ein Charaktermodell von Sonic und ich glaube nur von Sonic wurde geändert. Die Ohren wurden ein bisschen runder. Jetzt kannst du Szenen aus der Hero-Geschichte wählen. Und eben noch ein paar Kleinigkeiten, so wie zum Beispiel als Sonic in der Falle tappte von Eggman, sah man dieses Runde noch nicht in der Falle, sondern es war einfach ganz normal und dann hat man sich erkannt. Neue Zwei-Spieler-Kampfzonen auf Level 4 wurde freigeschaltet. Sonic Adventure 2, The Dark Side Story. Long live the Eggman Empire. Hi Eggman. Oh. Und da seht ihr jetzt auch schon ironischerweise Sonic Adventure 2 Battle Menü. Na gut. Wie soll ich das jetzt erklären? Ah, okay. Also habt ihr im ersten Part gesehen, dass ich ja halt das normale Menü hatte. Warum jetzt hier plötzlich Battle steht. Bei der Steam-Version ist es ja ein DLC quasi. Und ich weiß nicht warum, aber bei mir läuft die Battle-Version besser, also mit dem DLC, als ohne. Denn da stürzt das Spiel manchmal einfach so ab. Und ich habe dann Angst, dass ich während dem Let's Play, dass sich das Ganze abstürzt. Also habe ich dann im ersten Part ohne mit dem, ohne dem Let's Play und danach, ja. Ich hatte auch manchmal ziemlich Schwierigkeiten danach aufzunehmen, weil ich starte Sonic Adventure 2 und es stürzt einfach ab. Ich bin so, what the fuck? Okay, Windows Sound, geil. Das passierte früher mit, Bowser hat mich jetzt vorne zugefickt. Ey, Bowser, willkommen in meinem Let's Play! Bowser Player! Okay, Shoutout an Bowser Player. ja, hat man das halt gemerkt, so, dass ich halt früher, als ich das Battle noch dazu hatte, dass es nie abgestürzt hat. Und ich finde auch das Menü viel geiler. Aber das Logo sieht nicht so geil aus. Mit dem Battle dran. Aber ja, wir sehen uns dann im nächsten Part mit der Dark Story von Let's Play Sonic Adventure 2.